Yo Leute, Doppelpiece und herzlich willkommen. Was war das für ein Doppelpiece? Zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt hier der, sagen wir mal, zweite Tag oder der erste richtige Tag auf Santorini. Und ich muss schon eine Sache feststellen. Ich war jetzt duschen und habe mir die Zähne geputzt. Erstmal, oh, meine Linse ist, glaube ich, ein bisschen dreckig. Erstmal kann man das Wasser hier nicht trinken. Das sollte man auf keinen Fall trinken. Das ist erstmal schon mal komisch als Deutscher, weil man so das Qualitätspremium-Leitungswasser gewöhnt ist. Und die kälteste Einstellung vom Wasserhahn. Also wenn man wirklich, weil hier sind ja 40 Grad gerade auf, oder sagen wir mal 35, also es ist extrem heiß hier auf der Insel, wirklich so ganz doll drückend heiß, aber irgendwie kommt man hier besser klar als in Deutschland damit. Das Wasser ist 20 Grad warm. Du brauchst nicht mal warmes Wasser einstellen, du kannst wirklich, du machst das kälteste Leitungswasser an und es ist 20 Grad warm. Es wird auch nicht kälter, es ist nicht so, dass es hier in der Hausleitung irgendwie warm ist, sondern es bleibt einfach 20 Grad. Du hast hier kein kaltes Leitungswasser. Also jedenfalls hier in meiner Booth nicht. Ja, mal gucken, was der Tag heute bringt. Ich habe überbock, ich bin mega gut gelaunt, ich bin ausgeschlafen. Gestern war ich ein bisschen kaputt, weil ich über 24 Stunden wach war und jetzt wird geschillt. Ey, ich war gerade so übel geflasht. Guck mal, du kommst hier so aus diesem dunklen Raum raus, weil ich immer gerne dunkel bin und dann machst du so die Tür auf, hörst du Vögel und hast diese Palmen vor deinem Zimmer. Guck mal, was hier für ein schönes Wetter ist. What the fuck? Oh, Alter, Junge, das macht richtig gute Laune. Ich habe jetzt übelst Bock, einfach zu laufen. Ein komischer Anblick, wenn man Deutschland gewöhnt ist, weil die Häuser hier so ganz anders aussehen. Keine Ahnung, ob die hier so Regularien haben, aber ich glaube, weil hier eh immer 40 Grad oder so sind, sind die ganzen Häuser weiß angestrichen, damit die nicht so an, dass sie nicht so angreifbar für die Sonne sind, glaube ich. Ich glaube, das Gespräch hatten wir gestern mit irgendeinem. Hier ist alles weiß. Oh yeah, jetzt wird es ganz besonders. Jetzt bekomme ich meinen fahrbaren Untersatz. Ich werde das erste Mal in meinem Leben richtig mit dem Quad fahren. Ich bin gestern schon kurz gefahren, da hat er hat mich kurz fahren lassen und sein Leben riskiert. Hattest du Angst gehabt, wo ich gefahren bin? Nein, du kannst doch alles, was Räder hat, was mindestens ein Rad hat, kannst du doch fahren. Mann. Ja, aber ich bin langsam gefahren. Nee, aber ich bin anständig gefahren, weil ich es ja noch nicht kenne. Und jetzt werde ich wahrscheinlich so eins hier bekommen und da bin ich gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich muss mir unbedingt eine Sonnencreme holen und ich brauche auf jeden Fall eine Sonnenbrille, weil das ist so extrem ja, heiß hier. Friseur kommt halt auch nicht. Hä, ich war doch beim Friseur. Was ist ja, denn, was sind denn die Seiten? Kämmen soll er dich einmal hier. You woke up like this, hä? Junge. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Grüße gehen raus. Ich habe mir gerade eine neue Sonnenbrille geholt von Nike. Dann war da auch so, dann waren da so diese richtig teuren Marken gewesen, die man so kennt, so Ray-Ban und so. Ich denke mir so, ey, als ob hier mitten am Strand so teure Brillen gibt. Und dann gucke ich dann nach oben, alle 8 Euro. So Ray-Ban-Brille für 8 Euro. Bestimmt echt. Wir chillen jetzt hier gerade ein bisschen am Wasser. Haben uns hier so Strandkörbe gemietet. Das ist richtig geil, im Schatten einfach auf so einem Kissen sitzen. Alter, das kann ich dazu einfach nur sagen. Geil, Junge, das ist einfach genießen. Aber ich hab hier grad, bin hier gerade barfuß und hier 100 Grad auf dem Boden. Das ist schrecklich. Memo, würde ich sagen, wenn ich Sushi mögen würde. Aber geil sieht's auf jeden Fall aus. Nee. Was denn? Lecker. Ich wollte nur so ein Stäbchen noch dazu halten. Sieht so. Sah so authentisch aus. Ja, Stäbchen ja, ich sehe. Dankeschön. Hallo, Dank. Ich bin ein Stäbchen. Schneid das bitte nicht rein. Ne? Doch, Paul, schneid das rein, bitte. Boah, Junge, es ist so warm, ich werde so einen Sonnenbrand haben. Das ist so, ich habe ein bisschen Sonnencreme drauf, die hinter uns. Wir sind gerade den Mietwagen durchgegangen und sie hat einfach keine Fehler aufgenommen. Sie hat uns jeden Fehler von ihrem Auto zeigen lassen. Das Auto hat 1000 Fehler. Lass mal hier auf den Weg gehen. Das Auto hatte 1000 Fehler gehabt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie darauf hofft, dass wir irgendwas nicht gesehen hat, damit sie es uns nachher anheften kann irgendwie. Oder es hat auch so gewirkt, als ob sie keinen Fehler kannte. So war das. Junge, danke schön für deine Beteiligung. Okay. Hey Leute, wir waren gerade Jetski fahren und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, aber leider war das in offenem Meer draußen und deswegen bin ich jetzt voller Salz und deswegen werde ich jetzt in das Süßwasserbecken reinspringen. Oh. Sehr schön. Oh. Hätte ich kein Salz mehr. Meine Augen haben die ganze Zeit durchgedreht, das war schlimm. Sag Doppelpies. Richtig motiviert. Hilfe, Seenot. Also Leute, hallo. Mein Name ist Kilian. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich habe vor diesem Pool hier, wie viele Meter sind das ungefähr? Was sagst du? 12. 12 Meter möchte ich hin und zurück tauchen schaffen. Jetzt schaffe ich es gerade so hin. Und dann muss ich aber auch schleunigst auftauchen, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, noch Luft in mir zu halten. Und bevor ich anfange, hole ich immer ganz viel Luft, so dass mein Körper übersauerstofft ist. So, macht man ja so, wa?
dass man so ganz viel hat und dass er erstmal gar nicht zu den Reserven greifen muss, die in der Lunge drin sind. Ja, also die Lunge auf jeden Fall dehnen, so ein bisschen trainieren würde ich. Würde ein bisschen atmen so. Ich habe übelst Bock. Guck mal, was das für ein Flex wäre. Stell mal vor, ich würde jetzt hier so fünf Bahnen schwimmen, so ohne dass ich auftauchen muss. Das wäre krass, oder? Ja, ich mach zwei. Würdest du sagen, das wäre cool? Ja, zwei wäre schon cool. Also, du bist so schon cool, aber zwei wäre auch. Zwei, wenn du zwei Bahnen hin und zurück schwimmst, der Coolheitsfaktor steigt definitiv mit jeder Bahn. Aber wenn ich es jetzt schon hinschaffe? Dann bist du schon ein cool. Eins cool. Naja, gucken wir mal, der Herr ist unter Wasser. Heinrich schwimmt, Heinrich. Ist kurz vorm Ende. Okay, Heinrich macht die berühmte Heinrich-Rolle. Wendet auf der anderen Seite. Meine Damen und Herren, die erste Reihe hat er geschafft. Oh, anderthalb. Knapp okay, anderthalb. Aber da wäre nicht mehr drin gewesen. Safe nicht. Ja, vielleicht bis hier. Boah, ich habe wahrscheinlich den Sonnenbrand meines Todes, aber ich frage mich die ganze Zeit, womit habe ich das hier verdient? Ey, das macht so viel Laune und es ist so surreal. Vorhin sind wir einfach mit Jetskis gefahren, 180 PS, ich war einfach im offenen Meer, ich bin fast runtergeflogen. Das ist so ein schöner Tag. Ich kann jetzt einfach sagen, ich weiß, wie Jetski fahren ist und ich kann einfach sagen, hey, wie ist ein Jetski fahren? Ja, pass mal auf, jetzt erzähl dir mal, weißt du, was ich meine? Ich bin Kart gefahren, nee, wie heißen diese Dinger auf vier Rädern, die so ähnlich sich anhören wie Motorrad? Quad. Ich bin Quad gefahren. Muss ich euch irgendwie erklären, wie geil es ist, hier mit so einem Quad rumzufahren? Diese Aussicht zu haben. Junge, Alter, ich schwöre, ich kaufe mir für zu Hause sowas. Das macht so einen Spaß, Quad zu fahren. Das ist so ein geiles Leben, du musst immer so in die Kurven reinlenken, sonst verlierst du das so, sonst verlierst du irgendwie so den Halt. Das ist so, wie kennt ihr das, wenn ihr Fahrrad fahrt und ihr seid auf der Straße und da ist so ein bisschen Abgrund und auf einmal versteift ihr so und ihr könntet eigentlich weglenken, aber versteift so rein in das Loch. Wisst ihr, was ich meine? Genauso ist es hier auch. Junge, Mann, ist das schön. Guck mich an. Das ist das Schönste. Boah, ich habe so einen Sonnenbrand, Alter. Ich habe noch nie so eine rote Nase gesehen. Jetzt war ich gerade noch im Pool, aber schon mit Sachen. Ich bin komplett mit Sachen reingegangen, weil Sonnenbrand ist wahrscheinlich eh schon. Oh, Junge, das wird so wehtun nachher, aber es macht so sehr Spaß. Ich creme mich die ganze Zeit mit so einer 50er-Creme ein, die man für 11 Euro am Strand gekauft hat. Alter, keiner kennt die Marke. Wahrscheinlich nicht mal Sonnenschutzfaktor. Ich habe ja meine Brille kaputt gemacht in Deutschland. Ich habe mir eine Nike-Sonnenbrille für 8 Euro geholt. Da gab es auch Prada und dieses ganze Zeug, habe ich ja vorhin schon gesagt. Boah, Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin gerade bei mir am Hotelzimmer angekommen und wie sehe ich denn aus? Erstmal Augen komplett rot und vertränt wegen dem ganzen Salzwasser und ich habe die mal gefragt, ey, ist mein Gesicht sehr verbrannt, ist es sehr rot? Ach nö, so ein bisschen an der Nase ist nicht so schlimm. Ich gucke gerade in den Spiegel, ich krieg den Schock meines Lebens. Ich habe mich noch nie so rot gesehen. Um Gottes Willen. Ey. Ich wollte übrigens vorhin noch mal was zu den Jetskis sagen, wer auch Bock darauf hat. Also wir haben hier für 20 Minuten 100 Euro gezahlt und es gab auch noch eins mit 280 PS. Ich habe das mit 180 PS genommen, was auf jeden Fall schon sich extrem krass angefühlt hat. Es gab noch eins mit 120 oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gab drei verschiedene Versionen und das 280 war zu teuer. 20 Minuten 100 Euro ist eine Erfahrung, die man auf jeden Fall machen sollte. So, ich kann jetzt, wie gesagt, sagen, ich bin Jetski gefahren und das war unglaublich geil. Und du kommst auch extrem schnell rein und ja, ist auch ein bisschen gefährlich, aber das kickt unglaublich, aber... Das ist ein Preis, Alter. 20 Minuten, 100 Euro, pff, weg. Das ist, na, aber für die Lebenserfahrung macht man das. Fühle bitte diese Situation. Gut, es sieht aus wie ein Mond, aber das ist noch die Sonne. Alter, schon wieder. Ui. Oh. Ui. Oh Mann, das sieht so mies gut aus. Und das ist so extrem heiß, Alter. Boah, Junge! Pilze da oben wegen Fleisch, dachte ich noch. Nein, hier Fleisch mal auf Fleisch legen. Ja? Nicht, dass es so doppelt warm wird. Ui! Romantisch! Boah, so Abendessen, seid ehrlich! Seid ehrlich! Seid bitte einfach ehrlich! Hier einfach Abendessen und das sehen! Mann, ich sag wahrscheinlich, ich sag viel zu viel. Ich habe immer nur diese kleinen Videoschnipsel und ich sag wahrscheinlich in jedem Videoschnipsel, oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich glaube, das nervt im Endvideo total, oder? Könnt ihr mal gerne eine Resonanz dazu abgeben. Aber ich bin halt ein Mensch, der nie ein Leben hatte und dann sieht er auf einmal so aus. Das ist halt immer noch übertrieben faszinierend für mich. Ah, Mann, wir haben jetzt richtig geil gegessen. Jetzt sitze ich hier noch ein bisschen am Pool. Das ist übrigens nicht irgendein Hotel, sondern das gehört denen einfach alles. Also ich wohne ja nicht direkt hier, aber... Das haben die gemietet und das ist richtig geil mit großem Studio und sowas. Da ist so ein richtiges Studio drin, wo man Musik machen kann. Dafür ist es ganz bekannt. Die ganzen Rapper und diese ganz bekannten Stars aus der Welt, die kennen alle diesen Ort hier. Das ist so krass.
Ich möchte mich noch für eine Sache entschuldigen. Ich möchte mich noch dafür entschuldigen, dass ich jetzt nicht so oft, so extrem oft so Sido ins Video mit reinpacke oder irgendwie andere Leute so filme. So, hier sind halt auch ein, zwei Leute mit Familie, so weißt du, und da will ich halt nicht so reinkrätschen wie dieser nervige YouTuber, der ständig aufnimmt. So, ich will euch Content bieten, so, da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall euch auch immer mitzunehmen und zu zeigen, was hier passiert, wie ich lebe, auch für mich so einfach, weil das motiviert mich auch manchmal übertrieben, wenn ich zu Hause bin, irgendwie so ein bisschen demotiviert bin oder sowas, dann ist es einfach übertrieben geil, wenn man sich die Videos anguckt und denkt so, Alter, Junge, jetzt komm mal wieder runter, du hast ein schönes Leben, weißt du, was ich meine? Deswegen nimmt mir das nicht übel, so dass ich nicht jeden privaten Moment irgendwie filme, so deswegen, ja, aber ich versuche so viel wie möglich so mit mir zu vereinbaren und das hier ist einfach ein Moment davon, auf jeden Fall. Ich sitze hier gerade so am Pool und hier ist so dieses Abflusssieb, wo halt das Wasser gereinigt wird oder das überschüssige Wasser. Und es geht hier so voll tief runter, hört mal an, das hört sich voll gruselig an. Aber ich hoffe, das Handy nimmt das so auf, das hört sich mega gruselig an, so wie als ob das 20 Meter irgendwo runterfließt in so einem Gully. Ja, jetzt hier auch entspannt noch ein bisschen unterwegs, keine Ahnung, warum die FPS so einbrechen. Aber hier hinten auch schöne Sicht. Ja, Kamera nimmt es natürlich wieder nicht so auf. Ist ja auch egal. Oh, ist das schön, ey. Hier sind immer noch 35 Grad oder so. Kannst du einfach rumfahren, immer noch kurze Hose an. Geil, Mann. Wirklich, einfach nur wunderschön, dieses Erlebnis. Gerade so durch völlige Dunkelheit gefahren und auf einmal komme ich hier so. Die haben sich natürlich richtig gegönnt. Ah, das sieht sehr schön aus. Wow. Oh mein Gott, ich wollte gerade Geld abholen. Wer bist du denn? Warum miaust du denn die ganze Zeit? Komm mal her. Oh mein Gott, Alter, die ist ja voll klein. Komm mal her. Oh Mann, Alter, das macht mich ja gerade übertraurig. Was macht denn die hier? Warum ist denn die hier? Hä? Guck mal, wie klein die ist. Oh, die lebt hier auf der Straße oder hat die irgendeinen Besitzer? Ich würde ja gerne fragen, aber mein Englisch ist so schlecht. Guck mal, das hört sich an wie so ein heisernes Miauen. Ach Mann, ey, sowas tut mir immer leid, Mann. Deswegen gehe ich nicht gerne raus. Dann sehe ich so ein Tier, was soll ich noch machen? Komm mal her. Ich tue dir nichts, komm mal her. Ich hoffe, du hast ein Zuhause. Ich hoffe wirklich sehr, dass du eine Mama hast und ein Zuhause hast. Also es ist ja schön und gut, dass so ein ATM irgendwie gefühlt alle 500 Meter auf der Insel steht, aber ich weiß nicht, ob meine Kreditkarte einfach zu fett ist, so, aber das eine Mal habe ich die da reingemacht und habe die nicht mehr rausbekommen. Ey, wirklich, ich habe die so ganz tief reingeschoben, weil ich dachte, ja, klappt schon irgendwie und dann hatte ich nur noch ganz wenig Kontaktmöglichkeit und habe die Karte fast nicht mehr rausbekommen, so mitten in der Öffentlichkeit. Und jetzt habe ich endlich einen Automaten gefunden, bei dem das funktioniert hat. Da hinten hat schon wieder irgendwo eine Katze gemiaut. Ich schwöre, egal wo ich anhalte, irgendeine Katze ist irgendwie traurig. Was ist denn das hier? Schick, Mann. Schick. So, wie auch im ersten Santorini-Vlog sitze ich jetzt wieder in mein Zimmer und das bedeutet auch, dass wir uns für dieses Video wieder verabschieden. Ich war gerade noch bei so einer Art Bäcker. Es war gerade irgendwie 0 Uhr gewesen. Der andere Laden, der direkt neben mir ist, der hat leider zugemacht. Bin ich einfach spontan weitergefahren und dann war da so ein Laden gewesen, der so aussah wie so eine türkische Bäckerei in Deutschland, so die manchmal bis 3 Uhr morgens offen hat. So ganz komisch. Und genau so sah das auch aus. Dann habe ich mir da irgendwie so kleine Croissants gekauft und 2 Donuts. Auf die Donuts habe ich mich gerade richtig gefreut. Ich gucke in die Tüte, habe ich auf den Tresen liegen lassen. Nice, ich habe Donuts gekauft und sie vergessen mitzunehmen. Dann wollte ich einfach so richtig schön feinfühlig in die Croissants reinbeißen. Sind die so übertrieben hart. Da ist irgend so eine Füllung drin. Hört mal in. Also die haben nichts mehr von... Also ich weiß nicht, ob das hier so sein soll, ob das hier so eine Delikatesse oder sowas ist, aber es sieht aus wie ein Croissant, aber es ist hart wie ein Stein. Keine Ahnung. Schmeckt mir auch nicht so, muss ich sagen. Mit Vanillefüllung übrigens. Keine Ahnung. Na gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch dieses Video heute auch wieder angeguckt habt. Und vielleicht gibt es noch ein drittes Video. Versprechen kann ich es nicht. Wie gesagt, wir sind auch viel privat unterwegs und ich will ja nicht immer die Kamera den Leuten in die Fresse halten. Das ist chillen, Urlaub. Ich weiß, für mich gibt es nie wirklich Urlaub, weil ich immer irgendwas machen will. Ich will mal irgendwas ins Internet stellen, aber die anderen haben wirklich Urlaub. Alles klar, Dankeschön. Haut rein. Beste Community. Nee, wirklich. Sehr gut. Dankeschön, dass ihr da seid.